alle Hula-Hoop-Neulinge da draußen, herzlich willkommen. Ich habe ein paar Tipps für euch, falls euch der Reifen nicht oben bleibt, egal was ihr tut. Einfach ein paar Ideen, worauf ihr achten könnt, dass es vielleicht doch klappt. Manche haben das Glück und nehmen den Reifen, das funktioniert sofort. Andere müssen sich ein bisschen reinarbeiten. Ich finde, ihr habt den Applaus dafür umso mehr verdient, wenn ihr da ein bisschen was dafür tun müsst. Ja, also bleibt dran, es macht wirklich Spaß. Es lohnt sich, ein bisschen sich reinzuarbeiten. Erstens, ganz klar, ihr braucht einen richtigen Reifen. Egal ob Hoop Fitness oder Hoop Dance, was auch immer ihr machen wollt. Der Reifen sollte eher groß sein am Anfang und nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Zu schwer wäre für mich ein Kilo aufwärts, denn das ist einfach oft schmerzhaft und es sollte nicht wehtun, es sollte Spaß machen. Und wenn es wehtut, ist auch nicht gesund. Blaue Flecken sind nicht gesund. Aber dazu habe ich ganz viel auf meiner Homepage stehen, also auch ein Hula Hoop Guide oder welche Reifen für euch der richtige wäre. Ich verlinke euch das unten. Der zweite Tipp, das richtige Anschubsen. Ihr legt den Reifen schön an den Rücken. Er braucht wirklich Kontakt zu euch am Rücken unten. Und dann schubse ich den Reifen an. Und am besten sollte sich der Reifen, wenn ich ihn anschubse, mich gar nicht bewege, zwei, drei Mal wirklich um mich rundum drehen. Denn es kann sein, dass ihr gleich schräg anschubst oder viel zu stark. Auch dann kommt ihr gar nicht hinterher mit der Bewegung. Also es ist gerade eher sanft. Ihr könnt ein bisschen mit dem Körper mitgehen und dieses Anschubsen unterstützen. Der dritte Punkt ist, wir haben oft einen kleinen Denkfehler. Wir gehen davon aus, dass Hoopdance so ein Beckenkreisen ist. Aber das brauchen wir gar nicht. Es ist eigentlich eine sehr zentrale, sehr kleine, gerade Bewegung. Entweder eher Side-Side oder vor und zurück. Also wenn es nicht klappt, schaut mal, ob er wirklich gerade vor, zurück. Ist am Anfang meistens leichter vor, zurück. Oder seid Zeit. Probiert ein bisschen aus mit eurer Fußstellung, Schrittstellung. Bisschen vielleicht über die Beine arbeiten. Aber auf alle Fälle eine gerade Bewegung. Ganz, ganz selten passiert es mal, dass man am Anfang in die falsche Richtung anschubst. Denn so wie es links und rechts Händer gibt, gibt es auch links und rechts Hooper. Es gibt immer eine Richtung, die euch viel, viel leichter fallen wird und die andere ist komisch. Normalerweise schubst man in die richtige Richtung an. Es kann aber passieren, dass ihr in die falsche Richtung angeschubst habt. Also probiert einmal die andere Richtung aus. Ihr merkt es sofort, wenn das nicht die richtige Richtung ist, dann nehmt ihr die alte her und sucht euch einen anderen Tipp raus, probiert was anderes. Das nächste ist, es kann sein, dass der Reifen irgendwie viel zu langsam ist und euch immer gleich runterfällt. Wenn ich den Reifen sehr, sehr langsam anschubse, geht er immer weiter runter. Wenn ich ihn schneller anschubse, wandert er ein bisschen nach oben. Also spielt ein bisschen mit der Geschwindigkeit, mit dem Rhythmus. Schaut, dass ihr vielleicht ein bisschen kräftiger gegen den Reifen schubsen könnt. Dass ihr wirklich einen schönen Kontakt zum Reifen habt. Also spielt mit dem Rhythmus. Je nach Reifengröße braucht ihr auch einen anderen Rhythmus. Deshalb ist ein großer Reifen leichter, denn ein großer Reifen dreht sich langsamer und ihr könnt ein bisschen langsamer pushen. Dann müssen wir richtig stehen. Ich muss aufrecht stehen. Sobald ich mich beuge, nach vorne lehne, wird auch der Reifen schräg und rutscht euch wahrscheinlich runter. Irgendwann könnt ihr ihn auch dann mal halten. Es gibt auch Vertical Hooping, ist ganz cool. Aber jetzt am Anfang, schaut, dass ihr gerade seid. Nicht zu viel Bewegung in den Knien, sondern wirklich die Bewegung da, wo ihr sie braucht. Und schaut am besten irgendeinen Punkt irgendwo anders gerade weg und nicht auf den Reifen. Denn wenn ihr auf den Reifen schaut, werdet ihr oft automatisch schräg und geht nach unten und der Reifen geht mit. Manchmal wird der Reifen auch schräg. Also wenn ihr merkt, Reifen wird immer schräger und schräger und fällt mir runter, dann stoßt ihr viel, viel mehr in die eine Richtung als in die andere. Dann schaut, dass ihr eure Kräfte ein bisschen ausgleicht. Also konzentriert euch vor allem auf den Punkt dem Gegenüber, dass ihr da mehr Kraft reinbekommt, dass der Reifen möglichst, war die falsche Richtung, auf beide Seiten gleich stark gepusht wird. Ich habe es auch schon kurz gesagt, nicht zu viel Bewegung woanders, nicht zu viel, nicht in die Knie bouncen, nicht zu viel hier oben am Oberkörper. Die Bewegung muss da beim Reifen sein, da wo ihr den Reifen haben wollt. Dann würde ich sagen, bleibt dran, freut euch über die kleinen Fortschritte. Freut euch, wenn ihr zweimal oben bleibt, freut euch dann, wenn ihr dreimal oben bleibt. Arbeitet ein bisschen rein, wenn ihr frustriert seid, dann legt ihn mal kurz weg. Und dann lohnt sich natürlich auch, mal den Hoopdance-Trainer zu fragen oder mal in meinen Kursen vorbeizukommen, auf der Homepage durchzulesen, ob ihr wirklich den richtigen Reifen habt. Oder vielleicht mal wirklich in den Kurs vorbeizukommen, Online-Kurs, Live-Kurse gebe ich auch. Auch da, wenn man das sieht, ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ich habe die Tipps auch alle für euch zusammengeschrieben. Es sind auf meiner Homepage im Blog. Ich habe es euch unten verlinkt, da könnt ihr gerne das alles nochmal nachlesen.